Wir gehen die machen im. Boah. Nee, ist jetzt die Frage. Sind leider schon immer sehr weit voneinander entfernt. Ist das da vorne nicht eine Schnitterflagge? Nee. Hier ist die nächste, die nehmen wir. Flagge Nord, vor allem. Nordost. Nord-Nordost anvisieren. Das leuchtet da hinten. Ist das nicht die Kiste? Die Ja, ist eine Schnittertruhe? Schnitterkiste. Ja, aber die lohnt nicht. Ist die zu weit weg oder was? Sonst würde ich sagen, holen wir die doch. Nee, die lohnt sich gar nicht auch. Gibt Die lohnt ihr nicht sich so einfach viel? irgendwie nie. Die ist scheiße. Die ist viel zu weit weg. Also, die ist nicht zu weit weg, aber zu weit weg dann von der Festung. Waren wir dumm und dämlich. Nord-Nordwest. Sollen wir Segel setzen? Moment, ich bin gerade. Also Nordwest. Segel also, runter. Ist verkehrt. Die Time. Hm? Wirst du den Segel Bug auf? Runter, warte Segel mal. runter. Oh. Jetzt ist das bei dir auch verbuggt, warte mal. So. Bitte warte kurz. Der Sound ist verbuggt. Hey, ciao. Hör mal kurz auf. Hörst du das? Jetzt ist richtig. Wir haben den Felsen geküsst. Was soll ich sagen? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich find's aber auch saugeil, wie du so richtig schön noch an den Land vorbeigedriftet bist. Ja, so ein bisschen. Wir hätten den richtig geküsst, Henki. Ja. Ihr habt ja auch Musik gespielt währenddessen. Wieder Und mal. Euch wieder über Musik unterhalten, ja. Deswegen nennt man uns auch die Musikpiraten. Ach du Scheiße. Wie war unser Motto nochmal? We are danger. Das ist unsere Boyband Group. Was ja, siehst du für Namen? Ja, Group? What the fuck? Wir sind die Pirate Boys. Nee, wir sind We Scheiße, are danger. Alter, bitte we nicht. Are danger. Ich bin auch dafür, nicht. Dass wir unser Schiff so nennen. Pirate Boys. Ich bin dafür, dass du die Kanonenkugeln Kisten, die drei hier sortierst. Was sagst du denn dazu, Kevin? Die Kugeln einsortieren. Ja. Ja, das mache ich gerne. Wo sind die? Genau. Hier. Das ist alles unordentlich. Ja, weil da hat sich keiner drum gekümmert von Anfang an. Ich habe ganz viel Stuff gesammelt und gelagert. Wie ein Blöder. Ich mach Musik. Ich habe oben reingemacht, du hast, glaube ich, unten reingemacht. Ach, du bist ja rechts, ihr fahrt auf der Insel zu. Okay, ich bin jetzt die nächsten 15 Minuten unter Deck, weil ich alles sortiere. La, la da da, la da da, da da da. Also wir machen nur PvP only, ja? Also wir machen nur noch den Scheiß für Orbitalsatellit und dann nur jedes Schiff, was wir sehen. Ja. Auf Attacke. Ja. Ja. Das ist auch das, was die Leute sehen wollen. Die Ruhe vor dem Sturm ist das dann, Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen. Du meinst Gentlemen. Oh sein yeah. Schiff? Rechts ist ein Einbaster. Vernichten. Echt? Ist da was rechts. Denn? Ja, das ist ein Einbaster. Richtung Sicher? Osten. Osten, Nordosten, ja. Da hinten. Ich hoffe, wir brauchen ein bisschen. Weil das Umlagern Osten, wird jetzt hier gerade dauern. Ja, in die Richtung. Genau da müssen wir hin. Wollen wir für die jetzt gehen oder erstmal den Orbitalsatelliten benehmen? Nein, wir vernichten die jetzt schon, komm. Die sind aber schon weit weg jetzt auch, ne? Also dann sind Nein, wir noch weiter angelegt, weg vom die haben angelegt. Right, Siegel hoch. So sei es. Komplett hoch. Ja. Zieh, 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 zieh. Und runter. Er ist geradeaus. Soll ich die Segel drehen? Ja, in den Wind, wenn es geht. Ja. Haben wir Wind? Ja, so halb. So, alles ist sortiert. Ich hoffe, Sie sind mit meinen Leistungen zufrieden, Ach. Herr Kapitän.
Ich hoffe doch, sonst muss ich dich kill holen lassen. Zu. Wir fahren straight auf zu gerade und die haben angelegt. Ich werde mich jetzt direkt schon mit Munition bestücken, um für sie in die Schlacht zu ziehen, Herr Kapitän. Richtig. Kann man es auf Spanisch sagen? El Capitano? Hm. Was steht bei dir vorne für Name, Henki? Hier? Wo? Komm mal her. Wie heißt das Schiff bei dir? Die Flying Hell. Alter Junge. Überall woanders, einfach weil Stream-Sniper-Modus anders. Scheiße. Ja. Das mit dem Schiff hätten die ruhig lassen können, Alter, mit dem Namen. Kann das Blut der Gegner, der Feinde schon schmecken. Hm. Sehr gut. Ja, okay, dann pack mal ein. Wer hat uns Schock, würde ich sagen. Sägel. Sägel haben die leuchtet. Sägel. Nice. Alright. Ey, das sieht richtig gut aus. Oh, was haben die da für eine Flagge oben? Ist das eine neue? Mach mal Licht aus, mach mal Licht aus auf dem Schiff. Alle aus. Jetzt wird's nachts, sonst leuchten wir wie Sau. Sind die da an einem Outpost? Nee, ne? Nee. Also ein Segel leuchten halt auch sehr hell. Ey, die sind in so einem Tauchding drinne. Echt jetzt? Oh ja. Ja, sollen wir einfach warten, bis die hochkommen und dann vernichten wir die? Oder wir vernichten einfach so. Ja, aber dann bringen die ja uns den Stuff mit, wenn die hochkommen. Ja, ja. Ja, wir warten, bis der Stuff oben ist. Wir warten auf jeden Fall, bis der Stuff oben ist. Der schwimmt dann im Wasser, das ist unübersehbar. Wir ankern kurz vor denen, wir halten unser Schiff bereit. Wir machen so, dass die nicht backbord sind, dass die überhaupt nicht schießen können, selbst wenn die oben sind. Ey, denn ihr Segel sieht aber viel geiler aus als unseres, ne? Das muss ich einfach mal sagen. Ja, im Dunkeln ist schon geil, hast du recht. Mit diesen zwei Säbeln dran. Das ist ja ultra krass. Ja, obwohl uns das auch schon ziemlich geil, muss ich sagen. Mach mal vorne wieder. Oder? Nee, komm, wir lassen seitlich, damit wir besser sehen. Okay. Du musst nur vorsichtig sein, wenn die jetzt an Bord sind. Wir fahren Breitseite. Sind die nicht. Nein? Nein. Okay, Segel hoch. Komplett hoch. Anker ready machen. Bin ready. Noch nicht, erst wenn ich sage. Da ist eine Meerjungfrau im Wasser. Aber ich glaube, die ist immer da, ne? Kann sein. Warte. Ja, ich halt fest. Ich will nur hinter die kommen. Oh, er ist hier. Anker? Ach, ja. Und hoch. Sollen wir ballern oder? Nein. Ganz hoch machen. Und alle Segel sind oben, ja? Dann bewegen wir uns jetzt nicht mehr. Kanonenkugeln laden, ready machen zum komplett stompen. Er hat gerade geschrieben, habt ihr es gesehen? Ja. Oder wart ihr das? Das wart ihr nicht, ne? Nein, da war er. Dann wissen die, dass wir da sind. Maybe. Der ist an Bord! Da ist die der, wollen der ist abhauen! An Bord. Der ist an schieß Bord. Auf den Mast, okay, direkt schieß. Auf den Mast! Oh, ich hab den Kettenschuss gegeben. Oh. Ich hab. Ist down. Das können die nicht überleben. Nee, wenn Kevin drauf ist oder so nicht. Ja, die haben schon aufgegeben, ne? Oder? Der ist tot. Bei dem läuft Wasser rein, der hat gar nichts. Ja. Brauchen wir nicht mehr schießen. That's over. Ich hab mir noch Kettenschüsse und so von ihm gegönnt. Die Forsaken Serpent heißt sein Schiff. Nicht mehr lange. Sind da noch Kettenschüsse? Zwei Stück waren da noch. Ist auch zu spät. Ach, schade, ist zu spät. Jetzt ist sein Schiff die Sunken Serpent. Ist ja irgendwas im Wasser, ne? Serpent, Alter. Hatte der eine Flagge auch nicht, ne? Der hat ja gar nichts gehabt. Der hat nicht mal eine Flagge oben gehabt. Unlucky. Hier schreibt ein Zuschauer, die waren, glaube ich, freundlich. Ja, das ist aber denen ihr Problem. Wir sind nicht freundlich, what the fuck? Sind die selber schuld, wenn die so dumm sind in einem Piratenspiel? Da kommt ein Hai, da kommt ein Hai! Nein. Oder der Hai ist super schnell geschwommen. Wirklich Hai. We are danger steht drin, nicht oder? Für Freundlichkeit, ja? Nee, das steht dafür, okay, dass wir... einmal komplett nach Süden drehen. Das ist Anker oben, ja, ne? Ja.
Ich sehe nicht, wo Süden ist, AMK. Eissturm, Alter. Nach Süden rechts. Musst du. Rechts, ja, mehr rechts, nach rechts, 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 rechts. Komplett spät. Nach rechts. Ich hab so doll nach links eingeschlagen, jetzt ziehen wir auch links durch, leider. Jetzt sind wir gleich auf Norden. Das ist Norden, leider. Ja, ich weiß, ich seh's. Ich hab einen Kompass gerade drin. Ich halte meinen Kompass einfach hin. Bei mir dreht er sich die ganze Zeit, dein Kompass. Ich halte meinen Kompass hin. Hm. Super, oder? Das ist echt super. Ey, meiner dreht sich jetzt auch die ganze Zeit, hallo? Hä? Wo ist Süden? Jetzt geradeaus, jetzt geradeaus, jetzt geradeaus. Okay. Runter. Toll, jetzt musst du ja den Scheiß halten. Alter, Mann, boah, ich hasse Stürme in dem Game, das nervt. Das nervt, Kylo. Wer hat da gerade das Segel gegen gedreht? Niemand, das war so. Er ist so runtergemacht. Raus aus dem Bruch hier. Ja, aber der dachte sich erstmal eine Runde ganz entspannt alleine Sea of Thieves. Hm. War ein ganz großer Fehler, in unsere Lobby zu kommen, der Idiot. Hm, hm, hm. Du hast doch einen Kompass am Steuer, Bro. Oh, das dreht jetzt. Ja, aber es dreht halt manchmal im Sturm. Ich weiß nicht, wo es hingeht. La da 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 da. Ja, heutige Kills einer. Wichtig. Müssen wir auch zählen heute. Wie viel untergeht. Überhaupt richtig? Ich bin so falsch. Wo gehe ich denn hin? Hä? Warum wollte ich denn nach Süden? Wir müssen nach Nordwesten. Nein, schlechter Captain. Er ist ja völlig falsch. Mach mal Segel hoch. Gleich wieder rein in den Sturm, Alter. Meint ihr, die Festung ist respawned, die wir gerade gemacht haben? Ja, jemand hat gesagt, wenn man weit genug weg ist, 5 bis 10 Minuten, dann sind die wieder da. Ist das weit genug weg? Ich denke ja. Wäre jetzt halt ein mieser Zeitwaste, wenn wir da jetzt nochmal hingehen würden. Und die dann nicht, komm, das ist kein Risiko. Ich würde sagen, wie weit ist denn die nächste entfernt? Ist nicht so krass weit. Ja, dann fahren wir zur nächsten, weil sonst hätte ich gesagt, fahr da hin, dann machen wir die Erfahrung, ob es so reicht. Aber die ist ja direkt da hinten, ne? Die ist hier links hinter uns, ja, aber dann dauert es dann wieder doppelt so lange gefühlt, bis wir zur nächsten gehen. Ich glaube, die reicht schon, damit wir auf Stufe 5 sind. Wir sind ja schon fast Stufe 4. Oh, nur eine Kleinigkeit. Wie viel haben wir? Ja, fast 4. Ja, okay, das ist schon ein bisschen was. Nö, Oggi, also hier spielen wir sehr viel PvP. Dann hast du aber noch nie unsere Sea of Thieves Session gesehen. Da töten wir alles, was uns über den Weg fährt. Krass. Unten links und rechts sind es einfach auf einem Bild zwei Festungen. Das wusste ich gar nicht, die habe ich übersehen vorhin. Die sind ultra gut. Ultra close beieinander. Egal, wir gehen nach oben links auf Hoffnung, dass wir da auch... Wir sind dann ja mittig, mehr mittig auf der Map. Dann kommen wir auch schneller zu anderen Spielern. Hier unten müssten wir eigentlich mal Licht anmachen, Alter. Das ist ja unerträglich. Man sieht ja gar nichts. Seht ihr was, wenn ihr unten unter Deck seid? Nö. Ja, ne? Ich glaube, links haben wir noch einen Einmaster jetzt. Geradeaus links. Richtung... Ist das derselbe von vorhin oder ein anderer? Nordwesten. Richtung Nordwesten. Ja, nee, scheiß auf den. Mann. Ich hab Bock auf PvP. Ja, wenn das derselbe Typ ist, dann lohnt nicht, dann ist Quatsch. Nee, dann nicht. Aber wenn das jetzt ein anderer wäre, dann würde ich schon sagen, lass mal... Eine Galeone oder zwei Master sehen volle Kanne rein. Links ist ja die Festung, oder? Nee, ist eine andere Festung. Aber meint. Ich würde auch gerne einfach schnell Hauptsache 5 sein, weil dann können wir auch wissen, ob jemand bei dem roten Totenkopf ist. Weil die da abzustauben, ist das allerbeste, was es gibt. Und dafür müssen wir wissen, ob jemand da ist. Der Einlasser kommt aber in unsere Richtung gefahren. Oder kommt.
gibt auch Seeungeheuer, ja. Zwei an der Zahl. Den Kraken, einen Megalodon. Wir fahren quasi auf den Typen zu, ne? Ja, wir fahren auf den Typen zu jetzt. Sehr gut. Wollen wir mal gucken, nebenbei. Ich glaube, der hat auch keine Flagge gehisst. Ich glaube, das ist ja sogar der eine von eben. Der will jetzt Rache nehmen. Ja, keine Flagge und so ist halt immer scheiße. Da wissen wir ganz genau, die haben halt nichts. Ja. Flaggen sind big. Deswegen brauchen wir den Orbitalsatelliten. Da sehen wir jeden, der eine Flagge hat und können richtig auf Jagd gehen. Das ist das Allergeilste. Reaper bockt einfach. Böses im Busch. Ja, das ist der Typ von eben. Auf den Digga. Fabian, es ist äußerst unförderlich, wenn du Leute bannst, die wegen dem Minecraft-Server fragen. Das ist ganz normal. Also das müssen wir hinnehmen. Da würde ich auch erwarten, dass ihr Mods euch eher die Mühe macht, den Leuten die Frage zu beantworten, statt die zu timeouten. Wäre ganz gut, wenn du Manoah entbannst und ihm vielleicht die Frage beantworten könntest. Ja. Er ist ein bisschen mad, glaube ich. Er hatte doch nichts, Mann. Insel voraus. Vorsicht, Insel, Insel, Insel. Ich habe kein Steuer. Oh, wir laufen auf. Oh, ganz knapp vorbei. Ja. Bruder, was ein Manöver. Sehr gut. Well played, guys. In welche Richtung müssen wir fahren? Hörst du? Rechts, du. Weiter rechts. Nordwest. Ja, yeah. Nordwest, okay. Nordwest, jetzt komplett Nordwest einfach. Die Pappnase will's wissen, Alter. Der spielt einfach allein und hat richtig Bock, Alter. Ey, du musst schießen, wenn ich hier an dem Ding hänge. Du darfst nicht so früh schießen, Kollege, dann triffst du gar nicht. Und schlagen in die Luft bringt auch nichts. Ja, genau, auf die Seite und jetzt schießen. So ist gut. Im Gegenwind, ne? Müssen die Segel mal eindrehen. Auf der anderen Seite hängt auch noch einer. Das sind jetzt übrigens zwei, ne? Das ist nicht mehr einer. Echt? Ja, das sind zwei. Ja. Ja gut, dann aber die sind nicht gerade die besten. Der eine hat sich an das Ding gestellt und die ganze Zeit geschlagen, obwohl ich nicht hochgekommen bin. Zu weiter links. Ja, fahr erstmal an die Insel verbannt. Wir können ja vorbei. Wir müssen nicht umbringen jetzt. Brauchst gar nicht anvisieren, da hinzufahren, weil sonst werden wir bombardiert. Ist ja auch scheiße. Einfach rechts oder auf die zu, Henki. Irgendwas. Auf die Typen zu. Ja, ja, wir dürfen ja nicht auf die Insel gehen. Auf die Festung, sonst werden wir bombardiert. Klingt ja nichts. Aber oder fahr mal jetzt geradeaus. Nevermind. Fahr mal jetzt geradeaus. Die folgen uns und ich werfe ein Fass auf die. Ja, jetzt habe ich gerade eingedreht. Passt, aber jetzt einfach geradeaus. Folgen uns, ja. Wir fahren auf die Insel zu. Gut. Ich kann jetzt aber auch nicht gerade auf uns zu. Den einen habe ich vom Bord geworfen. Ja, der hat mich zwar gekriegt, aber den einen habe ich mit der Blitzbombe von der Leiter aus vom Bord geworfen. Also der eine ist jetzt gerade allein auf dem Schiff. Okay. Ja. Dann, ja, scheiß drauf. Wollen wir mal Manöver machen und dann rein in die... Ja, also die, nehmt ja. Die, also die sind jetzt PvP-technisch nicht so gut, die beiden. Nach ja, dem gut. Großen Felsen dreh ich. Was jetzt? Drin, oder? Ja, dann rammen wir gleich den Felsen, oder? Nee, schlag ein. Schlag komplett links ein. Komplett. Drifte, komplett. Komplett.
Go. Und komm direkt Anker ziehen. Anker hoch. Wieder drehen. Kevin, Steuer. Ja. Wieder gerade drehen. Nach rechts einlenken, nach rechts. Ja. Tu ich. Der ist links von uns. Also ihr wollt jetzt angreifen, ne? Ja. Ja, ja. Jetzt volle Kanne. Ja, da muss ich jetzt links weiter wieder, ne? Ja. Mhm. Weiter rechts, weiter rechts. Ich kann nicht weiter rechts. Segel hoch, wenn's geht. Weil da kommt eine Insel. Treffer. Ich mach Segel hoch. Nur drei Kettenschüsse, ist ja erbärmlich. Soll ich ganz hoch machen? Ja, mach mal. Ja, dann drehen wir uns. Ach, Kacke. Ballert ihr weiter drauf? Ja, ja, ja. Was down? Ja, die sind beide down. Digga, wurden die wieder gefixt, Alter. Halleluja. Ich repariere kurz. Denkst du gerade, Henki, ja? Der ist gerade. Wir fahren schon hin. Ich hab mir noch Kettenschüsse von denen genommen. Ja, die gehen unter. Die sind direkt unter. Die sind schon weg. Oh. Ja, die sind schon unter. Jungs. Da war noch einer an Bord, den hab ich gekillt und ja. Sehr schön. Wir haben nichts, ne? Ne. Ich bin wieder an Kurs. Manoa, dankeschön, ne? Ist da dran, einfach westlich. Ja, die wurden kurz gelöscht. Hast du Westen angepeilt, ja? Nee. Hast geschlafen, gut. Nee, ich hab die Trommel rausgeholt. Und deswegen bin ich der Captain hier. Hanky Panky Pranken Panken. Ich hab vergessen, dass hier auch ein Kompass ist. Super. La da 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 da. Ich hol mir kurz einen Salat, ja? Ja. Banger, wow. Ich bin so ein alter Mann. Ich fühle mich immer so, so frisch, wenn ich pfeife. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie so ein richtig alter Sack einfach. Wie es sich gehört. Ich bin zu weit. Oh mein Gott. Muss mal Segel wieder hochmachen. Voll falsch gefahren. Okay, dann mach ich hoch. Die haben, naja, sie haben uns getaggt. Wie? Wollen die? Kinder. Wir spielen auch wie Kinder. Verstehe ich nicht. Triff ihn! Schade. Aber war knapp. Knapp daneben. Alright, Dog. Segel hoch, ein bisschen. Ja, komplett hoch, er. Ach, mach mal. Sehr gut. Wieder hoch. Henki ist gleich tot.
tu die Geister gerade wegballern. Da ist noch einer. Gleich, ja. Ich glaube, Henki geht den Salat erstmal pflücken. Was? Ich habe gesagt, ich glaube, du gehst den Salat erstmal pflücken, weil du so lange weg warst jetzt wegen dem Salat. Nee, so lange war das gar nicht. Ich muss dir erstmal eine Schüssel machen. Ein Salat. Salado. Also du isst einfach so Salat, ja? Ich esse den ganzen Tag nur Fleisch und damit ich ein bisschen was anderes habe, esse ich am Abend auch einen Salat. Natürlich. Dieses Video könnte Veganer triggern. Ich esse den ganzen Tag nur Fleisch und abends esse ich einen Salat. Einfach aber nur für die Abwechslung. Ja, ein paar Ballaststoffe, Vitamine und sowas. Ich kann Salat nie als einzige Mahlzeit essen, Alter. Salat ist die geilste Beilage der Welt gefühlt, aber nur Salat essen, boah, weiß ich nicht, Alter. Junge, was klug der, hä? Ist der dumm? Oder, ey, der Totenschädel ist weg, der rote, ne? Ja, das heißt, das Jungs. Event ist zu Ende. Hat jemand gemacht. Kann auch einfach abgelaufen sein. Ja. Aber wir werden ja gleich das sehen. Ja. Meine Rede. Schlüssel oben ist durch, ne? Hast du schon? Ja, ist offen. Okay. Henki ist AFK gegangen wieder. Ist sein Salat. Ja, Jeremy geht. Du wirst innerhalb von 10 Minuten automatisch vom System gewhitelistet. Prank, 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 prank. Ihr stört mich nicht beim Plündern.